Klaus-Michael Kühne schien Sonne ins Gesicht. Der Milliardär freute sich über Eröffnung seines neuen Luxushotels in bester Hamburger Lage, da konnten ihm auch Fragen nach dem wankenden HSV nicht Laune vermiesen. Auf den Absturz des Traditionsclubs ans Tabellenende reagierte Kühne schlagfertig mit einer ordentlichen Portion Spott. Noch vor einem Jahr hätte ich gesagt, Hamburg hat drei Perlen, Elbphilharmonie, unser neues Hotel und den HSV. Jetzt hat es leider nur zwei Perlen, sagte Kühne. Natürlich weiß der 80-Jährige, dass er mit SEM-Spruch wieder Schlagzeilen machen wird. Aber Kühne kann es sich erlauben, schließlich braucht der HSV sein Geld. Im Falle des Abstiegs für unmittelbare Rückkehr in Bundesliga und wohl auch für Lizenz in der zweiten Liga. Wichtig, ihn im Boot zu haben. Es ist wichtig, ihn mit im Boot zu haben. Deswegen pflege ich mit Herrn Kühne einen ständigen und ausgesprochen guten Austausch, hatte Bernd Hoffmann, der neue Aufsichtsratsvorsitzende der HSV Fußball AG, im NDR Sportclub gesagt und klargemacht, dass er weiter auf Unterstützung des streitbaren Anteilseigners setzt. Ich habe immer gesagt, dass Herr Kühne ein ausgesprochen wichtiger Partner des HSV ist, und er wird es auch in den nächsten Jahren sein. Am Sonntag soll sich Hoffmann nach Informationen der Bild-Zeitung mit Kühne in dessen neuer Nobelherberge an der Außenalster getroffen haben. Fragen dazu wollte der Logistikunternehmer Kühne, dessen Vermögen auf rund 15 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, nicht beantworten. Er sagte nur, Hoffnung und Hoffmann, das passt zusammen, also warten wir einmal ab, wie sich Dinge weiterentwickeln. Ob er dem klammen HSV weiter Geld zur Verfügung stellen wird, ließ Kühne offen. Zweitliga-Unterlagen bis Anfang April zur DFL. Hoffmann zeigte sich derweil optimistisch, dass der HSV auch im Falle des ersten Abstieges der Vereinsgeschichte Lizenz erhalten werde. Wir kriegen es hin und werden eine Lizenz für erste und zweite Liga bekommen, sagte der 55-Jährige, möglicherweise auch mit Hilfe von Herrn Kühne. Der HSV, seit Sonntag Tabellenletzter, musste Unterlagen für erste Liga schon bis zum 15. März bei der Deutschen Fußballliga DFL einreichen. Bis Anfang April müssen nun Angaben für Zweitliga-Lizenz vorliegen. Seien Sie gewiss, der HSV wird auch im kommenden Jahr ein gutes Mitglied des bezahlten deutschen Fußballs sein, sagte Hoffmann. Kühne Millionen als Sicherheit bei seinem Amtsantritt als Präsident des Muttervereins. Im Februar hatte er von einer dramatischen wirtschaftlichen Lage beim HSV gesprochen, den Verbindlichkeiten von 105,5 Millionen Euro belasten. Der Club plant im Falle eines Abstiegs auch mit Transfererlösen, kann im Lizenzierungsverfahren aber nur fixe Einnahmen geltend machen. Hier könnte Milliardär Kühne helfen. Sein neues Hotel werde jedenfalls nicht das Mannschaftsquartier des HSV, sagte Kühne noch. Allenfalls der FC Bayern könne es sich leisten, dort zu nächtigen.